Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Es geht aber um mehr als eine bloß intellektuelle Wahrheit. Das hebräische Wahrheitsverständnis geht von Wahrheit als Erfahrung aus. Der Unterschied zwischen intellektuellem und persönlichem Wissen über die Wahrheit ist groß, wie zwischen Kopf und Herz. Wenn jemand sagt, ich weiß, dass Jesus die Wahrheit ist, dann geht es um eine persönliche Beziehung zum auferstandenen Christus. Jesus bringt auch Leben in eine freudlose Welt. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus kam, um uns von den Dingen zu befreien, die uns verderben. Es gibt einen Unterschied zwischen den Fehlern, die wir machen, und dem wirklich Verkehrten. Fehler müssen nicht bedeutsam sein. Sie können sogar recht amüsant sein. Hier sind zum Beispiel ein paar Fehler, die Schüler in Aufsätzen machten und die veröffentlicht wurden. Einer schrieb, Mose führte die hebräischen Sklaven zum Roten Meer, wo sie ungesäuertes Brot machten. Das ist Brot ohne irgendwelche Zutaten. Mose stieg den Berg Zyankali hinauf, um die 10 Gebote zu empfangen. Er starb, bevor er Kanada erreichte. Ein anderer schrieb, die Griechen waren ein hochskulpturiertes Volk. Ohne sie hätten wir keine Geschichte. Die Griechen hatten auch Mythen. Mythen sind weibliche Motten. Wieder ein anderer schrieb, Sokrates war ein berühmter griechischer Lehrer, der umherzog, um die Leute zu beraten. Sie brachten ihn um. Nach seinem Tod ging es mit seiner Karriere steil bergab. Noch ein anderer schrieb, Julius Caesar löschte sich selbst auf einem Schlachtfeld in Gallien aus. Die Märziden töteten ihn, weil sie dachten, dass er König werden sollte. Sterbend keuchte er, Te, Herr Brutus. Unsere Fehler können also amüsant und harmlos sein, aber es gibt Dinge, die wir falsch machen, die schwerwiegender sind. Das ist echte Schuld. Der russische Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn schrieb, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft weder zwischen Staaten noch durch Gesellschaftsklassen oder Parteien, sondern geht mitten durch das menschliche Herz, und zwar durch jedes Herz. Eine erstaunliche Gratis-DVD bestellen. Darauf können Sie sich ärztlich bestätigte übernatürliche Heilungsberichte ansehen. Heilung von Stummheit, Heilung von Lähmung und Heilung von Sichelzellenanämie. Diese Berichte zeigen uns, dass Gott heute immer noch heilt. Auf dieser DVD finden Sie auch Antworten auf Fragen, die viele Menschen sehr interessieren. Die Menschen fragen oft, wenn es einen liebenden Gott gibt, warum lässt er Leid und Kriege zu? Oder warum gibt es so viele verschiedene Denominationen und Kirchen? Die Bibel wurde von Menschen verfasst. Warum sollte ich ihr also glauben? Wenn ich manche sogenannte Christen sehe, wie kann ich dann noch an Gott glauben? Oder warum ist Jesus der einzige Weg? Die gute Nachricht von Jesus wird auf dieser DVD durch Filmszenen unterstützt verständlich erklärt. Bestellen Sie sie doch online auf www.wdlm.at oder per SMS oder Anruf unter 0660 30 030 35 oder per Mail an kontakt@
www.wdlm.at.